Hallo ihr Lieben, an dieser Stelle erst auch noch mal frohe Ostern von mir an euch. Ich hoffe, ihr könnt die Tage ein bisschen genießen. Ich habe heute mal ein kleines Projekt mit euch vor. Und zwar bin ich gerade dabei, ein neues Album zu gestalten. Dafür habe ich wie immer ein altes Buch entkernt. In diesem Falle Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 11. Das ist egal, das sage ich jetzt immer so. Ich fand da diesen Buchrücken an sich so schön, dass ich den einfach mal so lasse. Den werde ich nicht mit Kunstleder überziehen. Ich werde das hier oben, das werde ich natürlich noch überkleben, da kommt was anderes hin. Und da habe ich innen auch eine Bindung reingemacht, die habe ich selber gemacht, ohne Schablone. Weil ich das einfach hier passender fand, weil ich die Größe dann besser anpassen kann. In der Mitte habe ich schon mal eine feste Seite gestaltet. Das wird wieder so Scrapbooking-mäßig und dann sind insgesamt noch 10 Seiten über, wo ich wie immer meine Briefumschlagseiten mache. Ich hatte irgendwie auch schon eine fette Seite. Müssen wir kurz gucken, wo die jetzt ist. Dann ist auch egal, ihr kennt das ja. Also das Prinzip ist wie immer. Ne? Also es ist genau einmal die Doppelseite hier, die dann hier einmal drauf kommt und dann kann man die, wenn die dran ist, halt einmal aufklappen und dann hat er diese schöne Doppelseite. Und was ich jetzt aber heute mit euch machen will, ist hier hinten auf der Rückseite eine kleine Schublade reinzubasteln, die man dann einmal öffnen kann, um da so kleine Utensilien oder Fotos oder was auch immer reinzulegen, was man halt gerne für dieses Album haben möchte. Ich dachte mir, das ist doch mal eine coole Idee. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich werde das jetzt einfach mal live vor der Kamera, also live in Anführungsstrichen, einfach mal ausprobieren, ob ich das hinbekomme. Wenn nicht, habe ich einen Versuch und werde dieses Video nicht hochladen. Das heißt, wenn dieses Video hochgeladen ist, hat es geklappt. So, dann messe ich jetzt natürlich erstmal einmal ungefähr aus. Und zwar haben wir hier eine Seitenlänge von 24,5 ungefähr. Die Briefumschläge haben ca. 23. Das heißt, ich werde die Schublade auch hinlegen. Mache ich die so groß wie die Dinger oder mache ich die ein bisschen kleiner? Wollen wir mal kurz rechnen. Und zwar will ich ja, wenn ich die Seiten, die Ränder gestalte, die Kanten doppelt machen, damit die stabiler sind. Das heißt, ich brauche bei 1,5 cm pro Seite 3 cm. Das heißt, ich brauche 6 cm Luft. Ja, ich mache 23. Dann habe ich auf jeden Fall genug Luft, um zu gestalten, die Seiten. Dafür nehme ich das gleiche Papier, was ich auch für diesen Minischrank hier genommen habe. Das Video findet ihr auch bei uns in der Liste, wenn ihr guckt. Das ist 300 Gramm Karton. Ich habe den in diesem Fall von Ideen mit Herz. Der ist soweit ganz gut dafür geeignet, weil der einfach schon ein bisschen stärker ist. Ne? Der hat 300 Gramm, das heißt, der kann ein bisschen. Der ist an sich schon relativ stabil und wenn man den halt dann faltet entsprechend, dann ist er halt so richtig schön stabil, so dass der auch ein bisschen was aushält. Damit werde ich halt das komplette machen. Und den werde ich jetzt einmal zuschneiden. Ich mache mir mal kurz einmal einen Zettel und zwar habe ich gesagt 23 plus 3 pro Seite, damit es 1,5 hoch wird, sind einmal 29, gibt das ja her, weil es 29,7 ist. Breit werde ich machen, also ich könnte 16, das reicht hier wieder nicht, wir haben 21 in der Breite, ne 15 könnte ich, das passt ja auch perfekt. Also 15, in diesem Falle plus 3, weil ich ja die Vorderseite noch offen lasse, obwohl ne, ich will vorne auch was zum Umknicken, also vorne auch nochmal 1,5, also 4,5 dazu, 15 und 4,5 sind 19,5. So. Dann nehme ich mir einmal den guten Papierschneider hier.
gereicht. So brauche ich einmal 29 cm. Wenn ihr es im Hintergrund klicken hört, das ist Andrea. Die macht gerade irgendwas am Laptop. So, auch von mir nochmal die kurze Information schon mal. Wir sind morgen ab. Geplant ist 18 Uhr. Gehen wir nochmal live mit lieben Besuch. Die liebe Kerstin kommt ja morgen. Dann gehen wir mit ihr zusammen live. Da werden wir da Fragen beantworten und so. Wie beim letzten Mal auch. 18 Uhr Hinweis, das Ganze ist für unsere Abonnenten. Das heißt, nur wer diesen Kanal abonniert hat, kann morgen bei diesem Live dabei sein oder Fragen stellen und ähnliches. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns. So, dann hatte ich jetzt gesagt 19.5. So, genau. Dann kann ich das hier schneller einmal weg. Dann brauche ich mein Triggerboard. Ich benutze ja jetzt immer das gute Scoreboard von Crafters, weil ich damit einfach super zurechtkomme. Dann werde ich mir jetzt schon mal die Linien machen. Also ich wollte einmal, bin ich jetzt richtig? Achso, ja, nee, ist richtig, genau. Ich war kurz überlegen, ob ich so drei über richtig hin. Was mit den anderthalb Zentimetern? Nein, ist richtig. So, ich mache jetzt einmal, muss ich jetzt bei 3 Zentimeter nach oben knicken. Und bei 1,5 Zentimetern nochmal umknicken. Und auf der anderen Seite brauche ich 18 cm einmal Linie, also ich habe noch 1,5 nach 3 cm und bei 18 cm einmal schon mal eine Falzlinie. Da muss ich das Ganze ja umknicken. Und dann hier auch nochmal, gut, das hätte ich mir jetzt hier, hätte ich ein bisschen anders machen können. Ja, hier für die Seiten auch. Einmal bei 1,5 und einmal bei 3 cm. Das Ganze nochmal umdrehen und auch nach 1,5 und 3 cm einmal markieren. Ich bin richtig. Ja. So. Einmal eine Schere, ich nehme jetzt die hier. So, das ist die Vorderseite, da brauche ich einmal das untere. Der Vorteil ist, wenn man das so macht wie ich jetzt, dann hat man einmal die schönen Linien, und zwar diesen Bereich hier jetzt, den brauche ich ja jetzt hier bei der Schublade nicht. Das ist die Vorderseite, die offen bleibt, wo dann die Schublade reinkommt. Dann kann das Ganze schon mal abgeschnitten werden. Auf der Rückseite muss ich mal kurz überlegen. Da brauche ich davon ja noch was. Genau, das sind dann hier quasi ja meine Klebelaschen, um die Ecken zusammen zu kleben. Aber da reicht das, da kann ich den äußeren in diesem Fall nur wegschneiden, damit der innere beim Knicken bleibt und ich da dann als Lasche nehmen kann zum Einkleben. Dass die Ecke stabil ist. Genau. So, und jetzt gut gefaltet ist halb gewonnen. Einmal schon mal ein Falzbein, geht immer am besten. Das weiße Stück Papier hier nicht mehr, das habe ich hier liegen, weil da sonst immer genau das
mein Ringlicht blendet. Das muss ja nicht sein. Einmal falzen hier. Ja, jetzt haben wir hier schon mal die Hinterkante. Dann können wir hier die Ecken auch schon mal falten. Was jetzt hier auch schon mal machen kann, ist, dass ich hier einmal Klebeband reinmache, damit ich die Doppelkante hier zusammenkleben kann, schon mal in diesem Falle. Wieder das gute Doppelseitige hier. Also ihr könnt da auch gerne zusätzlich noch Flüssigkleber drauf machen. Je nachdem, wie ihr wollt. Vorteil ist ja, dass das innen ist. Und das dadurch dann auch nicht so zu sehen ist, wenn das ein bisschen rausquellen sollte. Jetzt kann ich wieder ein Stück auch noch machen. Ich muss mal kurz mein Buch beiseite legen. Jetzt schmeiße ich das hier gleich runter. Ein bisschen Platz machen auf dem Tisch. Ich habe ja immer hier ordentlich Chaos bei mir auf dem Tisch. Aber ich brauche das auch. So, mein Abkühler hier. Ich hoffe nur gerade, dass ich jetzt hier nicht gerade irgendwie völlig Müll fabriziere, aber ich glaube nicht. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir hier die Ecken. Genau. Das passt schon mal alles. Die können wir schon mal schön umknicken. Und jetzt können wir hier auch einmal, mache ich hier auch einmal schon mal das Klebeband drauf. Und weil ich das hier bei den Laschen auch noch mal hier außen muss ich mich überlegen, bin ich richtig? Nein, falsch. In diesem Fall auch innen. Einfach damit, wenn ich das hier rüber falte, da auch ein bisschen Klebekraft noch ist auf der Innenseite, nicht nur auf der Außenseite. So richtig schön Stabilität bekommt. Die hier auch schon mal abmachen. Gut. Ja, wir waren heute Morgen noch auf dem Flohmarkt. Hier bei uns war Flohmarkt. Wir haben schöne alte Bücher gefunden und tolle Bilder drin, die ich auch gut dann benutzen kann, um auch damit noch ein bisschen Digitalpapier zu erstellen. Teilweise. Das ist ja auch nebenher in Arbeit. Mal kurz konzentrieren, mal umfalten. Ja, beim Umfalten immer schon mal gucken, dass man hier eine möglichst schöne gerade Ecke hinkriegt. Ein bisschen. Daran sieht man ja auch, das ist wirklich starkes Papier hier. Ja, das jetzt hier einmal, ne, da seid ihr.
Wenn man das hier jetzt einmal doppelt gefaltet hat, ihr könnt das erkennen, hat das schon eine schöne Dicke und auch eine schöne Stabilität. Ja, da kommt ja oben noch ein Deckel drauf, dadurch kriegt das Ganze hier natürlich noch ein bisschen Stabilität dann. So, jetzt immer die andere Seite auch. Damit man schön die Seite kriegt. Wie gesagt, das Ganze ist auch für mich jetzt Premiere. Ich habe da kein Probestück gemacht. Ich mache das alles so ein bisschen quasi so, wie das bei diesem Schrank von Crafts Companion gemacht wurde. Das Ganze kann man nachher noch ein bisschen verzieren außen nachher, wenn es drin ist. Dann fällt das nicht mehr so auf. Hier drauf jetzt mit dem Kleber. Wie gesagt, das kann man nachher, werde ich nachher schön einfach noch was drüber kleben. Erstmal mache ich das jetzt zu Ende. So, hier die Vorderkante, die habe ich jetzt nur doppelt gearbeitet, dass die Vorderkante einfach stabil ist. Dass auch ein bisschen Stabilität ist. Die schneide ich jetzt einmal ein bisschen schräg ein. Das hier ein bisschen nachwalzen. Also ein bisschen wird sich das hier noch hinziehen. Klebeband, die gute Schere. Ich glaube, Andrea nimmt im Hintergrund Bücher auseinander. Ja, Andrea nimmt Bücher auseinander. Also wundert euch nicht über das laute Hintergrundgeräusch, wenn es laut ist. Das ist Andrea, die Bücher zerlegt, unter anderem für Dunkdonuts. So. Jetzt haben wir schon mal das Unterteil fertig und jetzt kommt der Deckel. Da muss ich kurz überlegen. Ich werde nur einmal kurz wissen, ob meine Maße da jetzt stimmen oder ob der jetzt wirklich, ja, theoretisch haben wir ein paar Millimeter dazu. Nee, wenn ich ihn auf 23 mache, ist das genau richtig. 23 und 15. 23 und 15. Da mache ich die Ecke jetzt aber nicht doppelt. Das habe ich jetzt hier unten schon. Da reicht das denn jetzt einfach. Und 23 plus insgesamt 3, weil ich nur 1,5 pro Seite brauche, weil ich es einfacher mache. 23 und 3 helfen mir kurz 26. Danke für den Zugruf. Was habe ich gesagt? 23. 23 und 3. Ne? Genau, 23 und 3, 26, so war es genau. Und 15 und 1,5 sind 16,5. Ich mache einen kleinen Hauch mehr, ungefähr ein Millimeterchen, damit ich ein bisschen Luft. Prägeboard. Ich glaube, jetzt bei 1,5 cm. Falls euch wundert, dass hier in der Mitte ein schwarzer Strich zu sehen ist, das habe ich für mich gemacht. Einfach zur besseren Sicht, wo die Mitte ist.
So, ich werde jetzt hier bei den Bäckern die Laschen hier aber nochmal mitmachen, dass die Ecken noch ein bisschen stabiler sind. Wie gesagt. Ja, wenn ihr das nachbastelt und ja, Ideen habt, wie ihr das vielleicht, wo ihr was anders machen könnt, könnt ihr es ja auch immer gerne machen. Das ist ja alles nur, wie ich das halt mache, eine Anregung für euch. Entwickelt ja jeder so im Laufe des Bastelns auch so seine eigenen Ideen, Möglichkeiten, wie was am besten funktioniert. Also ich habe mir ja quasi auch ein bisschen was abgeändert. Ich habe ja auch viel erstmal geguckt und seit meinem ersten Album, was ich gemacht habe, weil ich natürlich doch durchaus hier und da einfach ein bisschen so meine eigenen Kniffe entwickelt, wie ich einfach besser, ein bisschen besser arbeiten kann. Ja, das muss jeder für sich selber auch gucken. Aber ich war froh, dass es Leute gab, die das vorgemacht haben und ich schon mal Anregungen hatte. So. So, auch hier so schön die Kante knicken. Schon mal schön gewölbt ist. Kurz zwischendurch konzentrieren, deswegen bin ich leise zwischendurch, ihr kennt das bestimmt. So. Jetzt hier nochmal einmal Klebeband drauf. Ich mache das jetzt hier einfach mal eine Reibung. Mal komplett rum. Und eben ein bisschen Garding. Dann jetzt auch hier einmal das Band wieder abholen. Ich hätte vielleicht das mit dem Falten hier anders machen sollen oder können, also dass ich das erst falte, wenn das hier drauf ist, aber ich glaube, es geht auch so. Was man jetzt hier natürlich gut machen kann, ich glaube, das mache ich auch einmal kurz. Ich mache einmal noch ein bisschen Flüssigkleber damit drauf, weil man dann das Ganze beim Zusammensetzen, im Gegensatz zu dem Klebeband, das Ganze dann ein bisschen stabil, aber dass man das noch ein bisschen bewegen kann. Ja. Wenn man so eine kleine Rutschschicht hat, wenn man das hier macht. Also, was ich jetzt hier hätte besser machen können, obwohl ich kann mir noch überlegen, welche Seite oben, welche unten ist. Auf die andere Seite jetzt unten.
Ja, da kommt nachher Edeko drauf. Also das wäre jetzt natürlich intelligenter gewesen. Eigentlich wollte ich das auch, ich habe es vergessen, hier vorne auch nochmal diese Doppelkante zu machen. Ja, das habe ich in diesem Falle vergessen. Leider. Aber ja, ich mache jetzt das, wo ich das Doppelte habe, nämlich jetzt als Oberseite, das andere als Unterseite. So, ich musste jetzt eine etwas längere Pause machen, als ich eigentlich wollte. Mein Akku war alle und ich habe meinen Zweitakku nicht geladen. Irgendwie, ich habe mal gehört, man sollte einen Ersatzakku laden, dass das ganz gut sein sollte. Scheinbar haben die Leute, die das sagen, recht. Nein, also wie gesagt, es ist, war mein Fehler, Akku ist nicht geladen, deswegen längere Pause. Aber ihr kriegt das ja zum Glück nicht mit. Ihr könnt ja für euch das Video weiter. So, ich habe jetzt ja die Schachtel gemacht. Wie gesagt, das hier oben mit dem Klebefleck, das macht jetzt so nichts. Kann man natürlich sauberer arbeiten. War jetzt ein bisschen Schluderigkeit bei mir. Aber das wird ja nachher eh noch bearbeitet. Da kommt ja noch was drauf. Und dann sieht man den auch nicht mehr. Daher geht das. Wichtig ist vor allen Dingen die Stabilität. Und der Rest wird ja eh noch verziert. Und jetzt mache ich die Schublade dazu. Da habe ich hier weiterhin mein gutes Papier. Ich werde mal kurz messen, ob Außenmaß gleich Innenmaß ist. Gut, also 1,5 cm habe ich da drin scheinbar noch wirklich gut Platz. Ja. So, also ich kann die Schublade da auf jeden Fall 1,5 cm machen. Ja, das passt auf jeden Fall. Also Höhe 1,5 cm. Breite muss ich ein bisschen, da muss ich ein bisschen Abstrich machen. Breite jetzt so 22,7 kann ich in der Breite, 22,6 bis 22,7, dass sie gut passt. Man verliert ja doch ein bisschen durch das Falten und so verliert man natürlich ein bisschen Innenmaß. So, ich schreibe mir das mal kurz auf an den Schubladen die Maße, dass ich weiß. 22,7 mal 1,6. So. 23, 1,5 hoch sind 3, sind 6. Das reicht auf jeden Fall auch wieder. Wir doppelt machen. Das ist sehr wichtig. Ich muss überlegen, in der Breite, in der Tiefe habe ich ja die 15. Wenn ich jetzt doppelt mache, brauche ich insgesamt 6 cm. Es sind genau 21. Kurz mal messen. Ja, ich kann die 15 machen. Ja, dann braucht er genau die 21, dann passt das, ja? Und dann kann ich das so in Maße lassen. Das heißt, ich brauche 22,7 plus 6 sind 28,7. Also 28,7 brauche ich in der Länge. Ich hoffe, ihr könnt meinen Rechnungen noch folgen. Ich kann es gerade so noch, also vielleicht könnt ihr es dann auch. So, 28,7. So, da. Und zack. Schneider beiseite. Und dann jetzt natürlich wieder meine Linien. Auch hier wieder nach 1,5 und nach 3 cm.
natürlich an den Seiten auch, da ich da ja auch doppelt machen will, ich auch wieder nach 1,5 und nach 3 cm. Auf der anderen Seite natürlich auch. Schön sauber sind. So, Prägeboard kann man jetzt erstmal wieder beiseite. Na, Lotti. So, jetzt muss ich nur kurz überlegen. Das ist ganz gut, wenn es ein bisschen länger vielleicht reingeht. Schneiden, den inneren brauche ich ja, damit ich die Lasche habe für die Ecke. Vorgeschnitten, das ist ja auch, dass ich die gleichen Linien nehme zum Schneiden. Ich habe mich übrigens entschieden, dass ich dieses Album nicht mit Briefumschlägen mache, sondern dass ich da schon scrapbook-mäßig arbeiten werde. Das heißt, ich werde die Seiten auch aus dickem Papier machen, so dass ich da dann entsprechend die Faltung nach oben, unten, links, rechts, wie auch immer ich das möchte, gleich richtig einarbeiten kann. So, hier ist es jetzt ganz gut, bei den Laschen kann man schon mal so ein bisschen, nicht so viel, ich muss immer aufpassen, ich neige dazu, das zu viel zu machen, bisschen die ruhig ein bisschen anschrägen. Dann geht das einfach teilweise nachher besser mit dem Einkleben. Und den Kanten ist trotzdem einfach besser. Stabilität ist dann ja trotzdem in der Regel genug da. So. Genau, also wie man sieht, ich neige immer dazu, das ziemlich toll zu machen, aber das sollte trotzdem reichen. So, dann das Ganze einmal gut knicken, wie immer. Dann haben wir schon die halbe Form. Also dieses Papier ist wirklich gut, das bricht nämlich auch nicht. Wichtig, wenn ihr Karton habt und sowas machen wollt, guckt immer einmal vorher am besten, ob das Papier in den Kanten dazu neigt, zu reißen, zu brechen, weil das nachher sonst nur Ärger macht. Weil dann geht natürlich die Stabilität verloren. Das ist jetzt bei diesem Papier nicht. Und es ist durchgefärbt. Ja, jetzt wird an sich ja noch verziert, aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn der Schwarze eben durch ist. Wenn es nicht durchgefärbt ist, hat man das gerne an den Knickkanten, dass da dann das weiße Innere rauskommt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Gute Falzkanten. Wenn man gute Falzkanten macht, hat man schon die halbe Form, habe ich festgestellt. Was dann an sich schon einfach besser hält. Wie beim Zusammenkleben einfach schon besser geht. So, dann kann
ich jetzt hier schon mal wieder das übliche Klebeband drauf machen. Und ich habe verdächtig. Hier ist die falsche Seite. So. Mal hier umfalzen. Dann auf der Seite natürlich wieder genauso. Ja, ich schmeiße gerade alles runter. Heute ist die Schwerkraft sehr stark bei mir. Naja, habe ich nachher was zu tun. Soll ja auch nicht langweilig werden, ne? So, machen wir die schon mal. Und hier. Das Ganze jetzt auch einmal. Schön mit Klebeband. Ja, es ist ja immer noch mein Ziel, irgendwann so ein richtig großes Scrapbook mal hinzukriegen, wo man wirklich in sämtliche Richtungen aufklappen kann, gefühlt. Also ich habe ja mal, es ist bestimmt schon ein Jahr her, da habe ich ja mal ein Video gesehen von, ich glaube, eine Amerikanerin war das, wo die halt so ein mega tolles Richtung Steampunk Album gemacht hat. So, den könnte man hier nochmal aufklappen und da konnte noch was rausziehen und dort nochmal was draufklappen und es war so Hammer und ich habe mir echt gedacht, meine Güte, wie macht man sowas? Aber jetzt so durch die Alben und alles habe ich jetzt natürlich auch schon so ein bisschen Übung und so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen Verständnis für die. Ach, war wieder falsch. Klingelband soll doch auf die Innenseite. Nee, ist doch richtig. Nee, ich war falsch. Ein bisschen Verständnis für diese Faltung und wie man das macht. Das ist, wie gesagt, einfach so ein Ziel von mir, wo ich gerne mal hin möchte. Weil ich das einfach absolut faszinierend finde. Dieses hier, das wird trotzdem, das wird Richtung, also das werde ich mit dem tollen Sherlock Holmes Papier von Funkgram machen. Das war ja mein Ziel. Da will ich jetzt aber das halt in Richtung Scrapbooking damit machen. Aber das geht ja auch mit dem Motivpapier von ihr auch trotzdem. Nur was kann ich ja gucken, ob ich noch bei Etsy oder sowas finde, was ich noch dazu machen kann. Um dann im Zweifelsfalle noch Motive zu haben. Falls das Motivpapier nicht ausreicht von mir. Ich glaube, ich habe noch so ein bisschen was Richtung London und so aus den Steampunk-Sachen, was dann theoretisch auch durchaus noch passen würde, thematisch, da Sherlock Holmes ja in London spielt, kann man das Ganze natürlich noch so ein bisschen mit kombinieren, durchaus. Jetzt haben wir hier einmal schön überall das Klebeband dran. Mal gucken, ob ich die Ecken schön gerade geklebt kriege hier. Aber jetzt vor allem beim Hoch, dass es so schön gerade ist. Ein schöner Winkel in den Ecken ist. Und dass dann möglichst Kante auf Kante ist. Ja. Ich sehe gerade, ich muss hier ein bisschen das einkürzen, was nach innen geht. Ist ja eigentlich auch logisch.
das Ende ein bisschen enger ist als außen. Damit das alles richtig gut geht. Jetzt gleich Feuer machen. Hier mache ich das jetzt gleich einmal Feuer, dass ich das, was nach innen gelegt wird, einmal ein bisschen abschräge, damit ich da nicht das Problem habe, dass das dann nicht vernünftig über die Ecken geht. Und vielleicht verzieht sich das Ganze dann wieder. Also wie gesagt, es ist ja hier auch primäre Schritt, ne? Also beim nächsten Mal weiß ich das dann ein bisschen besser. Das sind halt so die Feinheiten, die man dann im Laufe der Zeit rausfindet. Oder vielleicht auch beim ersten Mal weiß, aber ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. So, ich hätte jetzt, ne, man kann ja so ein bisschen nachfalten. Aber man hat jetzt hier schon mal, jetzt habe ich hier eine kleine Schublade. Jetzt einmal testen, ob es passt. Gucken, ob er jetzt von ein bisschen rausguckt, warum das so ist. So, ich musste mal kurz ein bisschen Speicherplatz schaffen. Gut, die ist jetzt ein bisschen zu lang geworden. Das ist eigentlich auch logisch, weil das Innenmaß natürlich auch ein bisschen weniger ist als das Außenmaß. Deswegen habe ich jetzt hier bei dieser Schublade, wenn ich sie so lasse, hier so einen kleinen Spalt. Der ist mir persönlich jetzt zu doll, deswegen würde ich die nochmal neu machen. Aber vom Grundprinzip her ist es da schon mal. So, ich werde die Schublade jetzt nochmal neu machen, sodass sie einmal passt. Und dann zeige ich euch noch kurz, wie ich das Ganze in das Album einarbeite. Bis gleich. So, jetzt habe ich eine Schublade, die gut passt. Ne? Die passt ja jetzt gut rein, die passt von der Höhe her. Passt noch? Was? Ja. Irgendwas mache ich heute ständig falsch. Wie ihr seht, ich habe irgendwo zu wenig gerechnet. Die passt jetzt zwar so super rein, dafür hat sie links und rechts zu viel Spiel. Aber wie gesagt, das Prinzip, ne? Das Prinzip ist so, die wäre jetzt von der Länge gut. Also Tiefe, wie man es nimmt. So, die war jetzt ja ein bisschen zu lang. Wir müssen jetzt gucken, ob ich die sonst ein bisschen überarbeiten kann, ob ich die erste doch nehme. Ich muss mal schauen. Ja, verstehst du, man sieht aber ein ganzes Stück zu lang eigentlich. Da muss ich mal schauen, weil ich mich gerade frage, was habe ich jetzt hier falsch gemacht. Wahrscheinlich habe ich aber zu schnell gearbeitet. Gut, die kann ich vielleicht noch mal für ein anderes Projekt benutzen. Genau. Ich werde mal schauen. Ich muss also noch mal eine machen. Aber ich mache jetzt mit der hier jetzt weiter, die ganz gut passt. Wie gesagt, da werde ich mal schauen. Vielleicht nehme ich die auch einfach. Dann mach mir noch Führungsschienen rein und mache das dann nachher mit der Verzierung. Weil das auch blöd ist. Also die werde ich auch auf jeden Fall irgendwie nochmal neu machen. Ist jetzt für den Moment egal. Wie gesagt, ist Premiere. Ich war zu schnell außerhalb der Kamera. Was ich jetzt noch mache ist, damit man diese Schublade auch gut auf und zu machen kann. Die ist nämlich nur 21,5. Ich habe 1,5 cm zu wenig gemacht irgendwo. So.
Was ich jetzt mal mache, ich werde mir jetzt mal hier so 21,5. Ich werde da jetzt schon mal Öffner ran machen, beziehungsweise euch zeigen, wie ich das machen würde. Die mache ich jetzt mit, ich mache die mit 4 cm Abstand nach außen. 21,5, 17,5. Ist ja auch 4 cm, ne? Ja. So, jetzt gucken, dass das mittig ist. Bei anderthalb haben wir die Mitte bei 7 ungefähr. Machen wir hier so mal ein kleines Kreuzchen hin. Damit ich die Mitte habe, da ist der Punkt schon ganz gut mittig, da kann ich nehmen. Und zwar werde ich da als Öffner sowas hier ranmachen. Das passt von der Höhe her genau. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie so alte Schubladengriffe. Das passt natürlich einfach perfekt zu so einer Schublade. Ich mache das da erstmal. Ich habe hier diese gute Nadel. Mit der kann man herrlich arbeiten. Ich gehe da jetzt einmal erstmal so durch, dass ich das Loch habe. Schon mal genau. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen brutaler bin. Dadurch, dass ich die ja jetzt so nicht weiter nehmen werde. Ich habe hier ein kleines Bastelmesser, so ein kleines Skalpell quasi. Einen kleinen Cutter. Damit schneide ich jetzt hier einfach das ein klein bisschen auf. Nicht zu viel. So. Das ist also ein bisschen besser, da die Griffe durchgehen. Und ich das jetzt nicht aufreiße, wenn ich versuche, die hier gewaltsam durchzustechen. So. Ja, jetzt gehen die da ganz gut durch. Und das sind ja hier diese Briefumschlag, diese Verschlüsse. Und schon hat man hier zwei Griffe für die Schublade. Und dann kann man die beiden nehmen und wenn die Schachtel dann fest ist, kann man da die Schublade rausziehen. Das Ganze jetzt einmal kurz testen. Also ich werde die jetzt, um das Video fertig zu machen, werde ich die zu kurze nehmen. Mal kurz ein bisschen was beiseite räumen hier. Platz zum Arbeiten hat. Die soll ja jetzt hier auf diese Seite. Dann hier hinten einmal möglichst dicht an den Rand. So sieht das ganz gut aus. Dann mache ich das jetzt, dass ich einmal den äußeren Rand werde ich jetzt einmal mit doppelseitigem Klebeband machen. Weil der Kleber dann nicht so rüberrutschen kann.
Das haben wir da wie immer einmal abholen, bevor ich den Kleber drauf mache. Ist ja doch nicht schon antrocknet. Ja, also ich mache immer erst die Klebestreifen ab und dann den Kleber drauf. Damit ich den Flüssigkleber ein bisschen schneller verarbeitet kriege. Und manchmal dauert dieses Poolen ja ein bisschen länger. Dann trocknet der dann schon an, zumindest der Europress zieht relativ schnell an. Und damit das dann nicht passiert. So. Dann ein gutes Klebefläschchen hier. Ein bisschen Kleber drauf. Ich lasse die Schublade jetzt drin beim Einkleben. Nicht ganz an die Außenkante. Gucken, dass die Abstände ungefähr passen. Nicht das lassen, wir setzen das. So, na ja gut, jetzt nehme ich die eine weiße Schublade. Jetzt kann ich hier nämlich einmal vorsichtig ein bisschen reingehen. Ein bisschen Falzbein mit der flachen Seite. Und einmal schön ein bisschen andrücken. Und wie gesagt, mit den beiden. Das kann man jetzt wirklich richtig schön auf und zu wie eine Schublade machen. Durch die beiden Häkchen hier. Das Ganze wird ja nachher noch getarnt. Ein bisschen noch weiter verarbeitet. Und wenn man das Ganze jetzt zumacht. Ne, ich musste die letzten zwei Seiten wegmachen. Das hätte dann doch nicht gepasst. Ne, und jetzt kann man das Ganze hier natürlich noch schön machen, die Schublade. Aber im Endeffekt sieht es dann ein bisschen so aus. Hier haben wir die Schublade. So sieht es dann von vorne aus. Ja. Wie gesagt, die ist jetzt zu kurz, die Schublade. Aber vom Prinzip her hat man dann schon mal wirklich ein kleines, süßes Highlight, tolles Highlight in einem Scrapbook drin. Und da passt zum Beispiel eine Schere rein. Ein Stift passt auch rein. Ein bisschen Papier, Postkarten, Fotoecken. So ein kleines, vielleicht auch eine kleine Lupe oder sowas. Also wie gesagt, das wäre ja Sherlock Holmes. Da würde natürlich eine kleine Lupe oder so noch gut reinpassen. So kleine Utensilien. Ne? Die passen da einfach super rein. Dann sieht das Ganze super schick aus. Wie gesagt, ich werde hier noch diese Seiten machen. Und da ich das jetzt einfach auch anders arbeiten werde, mit den Seiten und so, nicht mit den Briefumschlägen, habe ich auch beschlossen, werde ich euch auch weiter mitnehmen bei diesem Scrapbook. Wie gesagt, zu Anfang wollte ich euch nur das hier zeigen, weil ich den Rest ja mache wie gewohnt. Aber dadurch, dass ich jetzt entschieden habe, dass das komplett ein Scrapbook gehört, werde ich euch einfach Stück für Stück immer mal wieder mitnehmen, denke ich mal. Ich muss mal gucken, wie weit, weil manches habe ich selber noch nicht probiert. Aber ich werde euch auf jeden Fall immer wieder auch Schritte zeigen und euch ein bisschen mitnehmen. So, ihr Lieben, das war es erstmal zu dem Thema. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch unsere Videos gefallen, unsere Tutorials gefallen und ihr uns einfach ein bisschen was wiedergeben möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr uns einen Daumen hoch lasst, ein Abo dalasst, einen Kommentar schreibt. Über nette Kommentare freuen wir uns sowieso immer. Wir schaffen es nicht immer alle zu beantworten, aber wir freuen uns. Wir lesen sie auf jeden Fall alle und es hilft uns, damit unser Kanal sichtbarer wird. Und was uns natürlich auch hilft und uns unterstützt, ist, wenn ihr die Werbung zwischendurch einfach mal laufen lasst, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Das ist eure Entscheidung natürlich, aber uns hilft es, wenn ihr das macht. Wie gesagt, ich hoffe, unsere Videos gefallen euch weiterhin. Sagt uns immer wieder gerne, was ihr auch sonst noch gerne sehen würdet. Ja. Und an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Ganz liebe Grüße aus der Basteloase.